Subs und ich kick diesen Monat noch irgendwann in 24 Stunden Stream. Was sagt ihr? 24 Stunden only Craft Attack. Hallo? Das ist richtig dumm. Warum baust du das ganze Holz auf und dann eine Kiste daneben, wo das Holz reinkommt? Also Gemba, guck mal, pass auf, es gibt zwei Möglichkeiten. Du lernst jetzt einfach Minecraft oder du spielst nicht mehr mit. Nein. Wenn ich das Trimax erzähle, der dich um. Der wird dich... Okay. Der weiß doch, dass ich das Lager da habe jetzt, oder nicht? Der wird sauer sein auf dich. Doch, der wird sehr sauer sein. Ich möchte hier an der Stelle auch nochmal ganz kurz die Gunst der Stunde nutzen, Gemba, und dir kurz auch nochmal die Schuld geben am Streit von Gitam und mir. An alle Zuschauer. Wir haben das geklärt mittlerweile. Wir hatten eben ein Gespräch und haben alles miteinander geklärt. Es ist alles glimpflich verlaufen und wir sind wieder cool miteinander. Und es gibt keinen Grund mehr, jetzt hier irgendwelche Streitigkeiten anzuführen. Ich werde meine Mauer weiterbauen. Ja, das kann ich jetzt sogar im Moment verstehen, weil Gemba scheint hier ein riesen Industriegebiet zu bauen. Oh, what the f***? Nein, Bro. Holy s***, nein. Digga, was ist denn hier gerade los? Es nimmt hier richtige Ausmaße an. Hier findet übertrieben die Bienensklaverei statt. Was? In dem Berg. Da ist eine riesengroße illegale Imkerei, die Bienen ausbeutet bis zum Gehtnichtmehr. Von wem? Was hast du gerade gesagt? Eine illegale Bienenfarm? Also, wenn du willst, hier komm mal vor mein Haus. Na, so schlimm kann es ja wohl nicht sein. Guck mal, Kevin, ist das hier mit der Mauer so okay? Hey, what the f***? Was ist das da oben für ein Betongebäude? Ich würde einfach sagen, geh selbst mal rein und guck dir das mal, was hier vonstatten geht. Also, ich möchte dazu sagen, das ist Romatra und Trimax, ihr Berg. What the f***? Kann die noch mal direkt neben meiner Mauer? Bro, ist es denn ernst? Wie viel sind das? Geh mal da rein in den Berg, komm mal mit. Im Berg drinne auch noch? Ja, geh mal hier rein. Hier, warte, hier. Hä? Bro, das lässt doch alles lecken. Hier, geh mal da rein. Die haben eine Leckmaschine. Nein, sag mir jetzt nicht das. Oh mein Gott, Digga. Dieser Trottel, der steht hier und baut einfach weit. Bro, das sind viel zu viele Entities. Das wird doch lecken bis zum geht nicht mehr. Vor allen Dingen, komm mal mit. Warte, komm mal mit. Sag mal, ist der verrückt? Guck mal, der sieht mich gar nicht. Der ist so im Tunnel, der nimmt mich gar nicht wahr. Guck mal, der antwortet doch nicht, der ist einfach im Tunnel. Ich stehe neben dem, der sieht mich nicht. Hallo? Dieser schielende Skin. Ich muss mal, ey, lass mal ganz kurz bitte zu dem in den Discord gehen. Das kann ich, also, so, eines ja, raus. Einen haben wir gerettet, Kevin, ich habe meine Biene gerettet. Komm, lauf. Komm raus, flieg. Du musst eine Blume in die Hand nehmen, dann folgt die dir. Ich habe eine. Komm mit, komm in die Natur, komm, wir entführen dich, komm. Geklaut, eine Biene. Hier wird eine Biene geklaut. Nein, Kevin, ich bin von Peter, Freiheitsaktivist. Die Biene, die ist hier schon wieder an der Blume dran. Bau die ab, die ist süchtig. Nicht zurück ins Gefängnis. Nicht zurück nach Alcatraz. Komm, nimm die Blume aus der Hand. In Freiheit sollst du leben. In die Freiheit. Geh mal ein Stockwerk runter. Ist da noch ein Stockwerk, Kevin? Ja. Und das ist auch nicht das Letzte, ne? Alter! Sind die verrückt? Das wird alles so lecken. Hier ist eine Glock. Das wird... Oh mein Gott, Digga. Das ist eine komplette Leckmaschine. Ey, Bro. Ich muss... Digga, ich muss gleich mit Norman die Bienen retten. Ich muss gleich mit Vetum die Bienen retten, Kevin. Das ist too much. Warte mal, ich muss mal... Lass mal kurz zu dem in den Discord gehen. Das ist nicht in Ordnung. Max. Ja, na, Trimax, was geht alles, Haus? Na, alles geil bei dir, Trimax? Ja. Alter, was machst du Schönes? Baust hier eine Bienenfarm, habe ich gesehen, ne? Oh ja. Eine richtig große Bienenfarm, oder? Schon ziemlich nice, ja. Die ist riesig, Max. Du hör mal. Muss das neben meinem Haus sein? Also in dem Berg direkt neben meinem Haus, sage ich mal. Da siehst du es ja aber gar nicht. Ja, ich habe extra eine Mauer gebaut. Du baust die jetzt nicht noch in die Höhe, die Bienenfarm, oder? Das machst du ja nicht. Nein, nach unten. Okay, aber dir ist bewusst, dass sehr viele Entities irgendwann zu Lecks führen, ne? Also direkt neben meinem Haus leckt's dann quasi, Max. Ja, wir überprüfen das immer wieder. Bark ist auf dem Laufenden. Early Boy kontrolliert es auch mal wieder. Bisher ist alles im Lot. Wenn es zu viel sein soll. Was zu viel ist, wird gekillt. Aber so viele Bienen haben wir gar nicht. Wir haben jetzt pro Farm vielleicht 15 Bienen und wir haben 9 Farmen, 9 mal 15, das geht tatsächlich. Max, also ich sag mal so, guck mal, normalerweise, ich erinnere mich noch bei mir im Dorf damals, ne? Da sollte so ein Müllhäcksler gebaut werden, weißt du? Die wollten so eine Müllpresse bauen und dann haben die das Dorf nicht vorher informiert, weißt du? Und dann ist mein Dorf auf die Barrikaden gegangen und hat nachts diese Müllpresse, ja, quasi boykottiert, ne? Haben die Baumaschinen geklaut, haben Graffitis da gesprüht und haben Bauarbeiter belästigt. Das ist wirklich passiert in meinem Dorf, ja. Also normalerweise kündigt man sowas ja irgendwie an, in einem Rundschreiben oder so, da fragt ja mal in der Nachbarschaft, hey, ist es okay, dass hier ein Industriegebiet entsteht, sag ich mal, weißt du? Ja. Das hast du jetzt das ja nicht Gute gemacht. Wir brauchen nur 1 Million Honigfläschchen. Ach so, nur. Ist das du brauchst nur 1 Million Honigfläschchen. Dann werden die Bienen alle wieder in die Freiheit auch entlassen.
Ja, lass machen. Dann sind die ja überall auch bei meinem Haus. Das ist ja scheiße. Dann fliegen die hier rum und sind eine unglaubliche Gefahr für die Bevölkerung, ne? Ich finde das aber geil, ehrlich gesagt, Revi. Vor allen Dingen, dann ist ja meine Höllenbiene nicht mehr so alleine. Ne, ist ja chillig. Dann habe ich hier 200 Bienen hier rumfliegen. Das ist ja sau, das ist ja sau geil. Richtig. Ich habe jetzt auch halt... Die sind hier eh die ganze Zeit nur eingefärbt, nur für die Fortpflanzung und für Honig. Auf 10 Kubikzentimeter pro Biene. Die sterben hier teilweise schon. Wir können die auch am Ende killen. Das ist ja auch scheiße. Das ist ja eine Notschlacht. Und dann, Max, ist dir bewusst, was du hier gerade machst? Das ist in... Kein Augen-Peter-konform. Ne, also das ist, sag ich mal, nicht unbedingt das Beste fürs Tierwohl. Das ist Massentierhaltung. Und es ist ja nicht unbedingt das, was man irgendwie so Leuten vorleben sollte, oder? Nee, das stimmt. Wir brauchen wirklich nur den Honig und dann ist wieder easy. Und dann bringen wir die einfach um quasi alle, ne? Summ, ich bin jetzt unten. Ich bin der Bienenabgeordnete. Und ach, wir sind komplett zufrieden mit der Haltung. Wir finden sie artgerecht. Summ, summ. Hier läuft... Ey, er tötet die Biene! Das ist ein riesiges Sicherheitsrisiko, Romatra. Das kann ich so nicht auf mir sitzen lassen. Hier, heil dich mit dem Honig. Es tut mir leid, wenn ich das sage, aber ich glaube, ich muss ein Tierrechtsaktivist werden. Ich bin Vegetarier. Es geht mir da um die Umstände, wie diese Bienen hier gemolken werden. Ihr entraubt denen den Saft des Lebens und die werden hier direkt neben meinem Haus gehalten. Das möchte ich nicht. Hey, du hast doch gerade mit dem Gewerkschaftsabgeordneten gesprochen. Romatra, das warst du mit einer Bienenmaske. Ich weiß nicht, wovon du redest. Also, das ist jetzt auch für mich, sage ich mal, relativ offensichtlich gewesen, dass du das warst in einer sehr schlechten Verkleidung. Real Talk. Du hast ja jetzt, Norman kriegt jetzt 500 Euro von dir, richtig? Trimax? Hallo? Trimax? Hallo, bin ich gemutet? Gut, pass auf, Trimax hört mich auch noch, das weiß ich. Max, also, wenn du mir jetzt nicht antwortest, dann muss ich leider meinen TNT auspacken. Es tut mir leid. Also, Max, hörst du mich? Ja, ich höre dich. Gut, das ist natürlich jetzt verwunderlich. Also kann man quasi sagen, hier unser Bereich ist offiziell ab sofort ein Industriegelände. Ja. Okay, dann werde ich jetzt hier einen riesen Schornstein bauen, ja, der chillig. Dampf produziert. Natürlich, dann werde ich, weiterhin meine Natur mit einer Palisade umzäunen. So einen Schornstein, der ist ja aus Stein, ne? Trimax, was ist, wenn ich jetzt Veto mehr Geld gebe? Was würde euch besser gefallen, Max und Romatra? So einen Schornstein aus Kobbelstein oder aus normalen Stone? Wieso baut jetzt, also wo kommt der hin, Kevin, der Schornstein? Ja, hier neben mein Haus. Warum? Weil der Dampf ablässt. Ja. Der ist dann, um ein bisschen Dampf abzulassen, der Schornstein. Ja, ich weiß nicht, ob das so eine geile... Stein. Wir hatten ja letztens erst klein bisschen Streit und haben es ja gerade wieder vertragen. Ja, aber wir sind ja hier in die Industrie. Ja, so, ihr seid es. Ziegelstein. Romatra, zeig mal, wo es nach unten Ziegelstein. Geht. Ziegelstein, das ist eine gute Idee. Ja, ich baue hier so einen dicken Schornstein hin. Was baust du jetzt da für einen Schornstein? Mann, warum baust du das? Wieso werde ich jetzt hier wieder so umringt von Scheiße? Aber ist das dein Ernst, Kevin? Direkt vor meinem Tor? Ja, hier ist, guck mal. Was ist das hier? Was baut Gemba hier? Das wird sein Haus. Ach du Scheiße. Oh, das sieht aus wie eine Baustelle. Mann, ich krieg Depressionen, Digga. Das sieht wirklich aus wie eine Großbaustelle, Alter. Digga, Mann, Junge, ich bin so einfach. Ich werde hier von allen Seiten einfach nur mit Scheiße. Ich bin wirklich ein Mensch, der sich hier Mühe gibt. Ich steck so viel Liebe in jedes Detail rein, Alter. Und ihr baut einfach ein scheiß Industriegebiet um mich rum. Das ist doch nicht fair. Ein Industriegebiet, was wahrscheinlich sogar Lecks verursacht. Nein, noch nicht. Ja, noch nicht, Romatra. Ihr baut eine gottverdammte Leckmaschine, Alter. Direkt neben meinem Haus. Ey, das ist so geil. Wir können so viel machen. Wir könnten sogar mit der Eisenfarm, die wir haben, ganz viele Eisenblöcke machen und machen, dass hier überall so Eisenrohre und sowas in der Industrie verlaufen. G-Time, guck mal. Das muss doch alles nicht sein. Ich mach doch nichts. Ich bin hier ganz vernünftig die ganze Zeit. Du baust diesen Schornstein da, um mich zu triggern. Das sagt sogar Spark. Ja, und dann gehst du... Nein, Spark ist einfach nur neidisch, weil wir jetzt den schöneren Schornstein haben. Ich möchte nicht, dass Gemba da jetzt weiterhin mit Feuer hantiert. Das geht nicht. Ja, da muss ich auch sagen, Gemba, das, was du da machst mit deinem Lavabrunnen, da muss ich Revi ein bisschen... Also wirklich, das ist Gemba, sehr riskant. Was ist, wenn ich ein Lagerfeuer... nicht ein Lagerfeuer, ne? Ein Lagerfeuer da drinnen würde ich sagen. Lagerfeuer ist okay. Kein Netherrack anzünden, nein. Ich muss mal ganz kurz mit Spark reden. Das ist, also, wenn ich jetzt wirklich angenommen... Ich habe wirklich Sorgen um meine Sicherheit, meiner Immobilie hier in Craft Attack. Mein ganzer Wald quasi, ja? Pass auf, Gemba baut einen Lavabrunnen in sein Haus und möchte den nicht abreißen. Weil er der Meinung ist, das ist schön. Der Lavabrunnen kann sich aber ganz schnell entzünden und meinen ganzen Wald abpacken, Spark. Sag mal bitte ganz kurz ehrlich, ist das für dich irgendwie ein Problem, Kevin? Was wir jetzt gerade abgesteckt haben. Findest du das zu dreist? Wenn das jetzt für Kev und so okay ist. Weil du kannst ja rechts daneben ist der ganze Platz, die kannst du dir nehmen. Das ist ja eine Fläche, wo ich sowieso nie war. Und das ist auch fein für dich. Und das in der Schlucht und sowas ist auch okay für dich.
Ich möchte, wie gesagt, nur meine beiden Schluchten verbinden und da oben halt eine Burg drauf bauen, dass wir halt genug Platz haben. Hier, das hier, dieses komplette Gebiet hier, diese riesige, dieses, das hier Ding, das kannst du alles komplett haben, wenn du möchtest. Das ist doch chillig dann, oder? Also bist du damit fein? Sei mal ehrlich jetzt bitte. Ja. Seht ihr das, Leute? Das ganze Gebiet eingezäunt hier mit einer Palisade. Richtig, richtig geil. Dann vielleicht hier nochmal so ein bisschen. Es ist schon ganz geil, oder? Es sieht wirklich ganz geil aus, finde ich. Muss ich ehrlich sagen. Bin richtig, richtig happy.